Drei Jungs mit mehr als Musik. Immer noch dicke Beats, immer noch fette Texte, noch immer kein Interesse. Hallo, herzlich willkommen zu Vollwert, kreative Köpfe aus Musik und Kultur und heute aus dem Europapark Rust. Sie sehen eine Sondersendung, denn wir wollen Ihnen heute vorstellen, die Preisträger und diejenigen, die sich am Wettbewerb beteiligt haben, zu Welcome to Europe. Es geht hier um europäische Werte, es geht um Songs für Europa und seien Sie einfach dabei, schauen Sie zu. Ich habe mir hier mal schnell die Jury geschnappt. Antonia Bott aus dem Kultusministerium, Sie sind ja Mitveranstalter. Ja. Dann habe ich den Hans Derer hier, Musikproduzent. Er hat sich sehr verdient gemacht, indem er schon mehrere CDs zum Thema Europa veröffentlicht hat und den letztjährigen Wettbewerb mitbetreut hat. Danny Fresh, er macht hier die Eröffnung dann gleich, Sie werden es ja sehen. Und zu meiner Linken Udo Dahmen von der Popakademie. Und Sie möchte ich auch gleich etwas fragen, was macht eigentlich einen guten Popsong aus? Ja, der sollte auf alle Fälle ins Ohr gehen. Das heißt, er muss eine gute Hookline haben. Gleichzeitig sollten auch die Performance der Sänger, der Sängerinnen und der Band so sein, dass der Song gut getragen wird. Und zum Dritten muss das richtige Tempo da sein, dass es auch in die Beine fährt. Und was sind dann die genauen Kriterien jetzt für die Jury? Na, die Kriterien sind ganz unterschiedlicher Art. Da geht es einmal um die Performance insgesamt, da geht es natürlich auch um die Qualität der Musik und es geht natürlich auch um den Text in dem Falle. Und daraus ergibt sich dann die Gesamtnote und die Bewertung. Und dann möchte ich mich noch an Danny Fresh richten. Und zwar eine Frage, wie kriegt man früh morgens so eine Riesen-Audience, sind ja 2.000 bis 3.000 Jugendliche, in Schwung? Sich selber in Schwung kriegen ist erstmal das Wichtigste. Mein Geheimrezept für sowas ist eigentlich immer Freestyle. Also improvisiert, einfach schauen, was im Publikum gerade passiert. Weil selbst wenn die Jungs und Mädels dann noch müde sind, kriegt man sie damit sehr gut aus der Reserve. Heißt dann manchmal, dass ich das komplette Konzept und meine Setlist über den Haufen werfen muss, aber dafür ist Improvisation ja da. Alles klar, okay, ich rappe los, bisschen lauter bitte auf der Bühne. Ich sag das allen Ladies und auch den Typen, ich sag aufstehen und hört auf zu gehen. Bitte hoch und dann will ich alle Hände sehen. Was ist los, ihr macht den Anfang, dankeschön. Danny Fresh jetzt für euch, das ist angenehm. Leute, ihr braucht hier nicht lang anzustehen, die Party kommt gleich auf die Bühne. Yeah, was ist los, ihr habt Glück heute Morgen, nehmt doch bitte Hände hoch. Denn die Party im Europapark ist längst nicht zu Ende, no. Ihr könnt später noch ein bisschen fahren. Doch jetzt geht ihr bitte ab auf den Rap-Gesang. Das hier ist Freestyle und improvisiert, auch für dich hier vorne, weil das Ding so passiert. Nochmal Peace zu der Kamera mit dem roten Licht. Ich Freestyle, improvisiert, denn das ist Pflicht. Ich sehe viele Menschen mit grünen T-Shirts an. Ich frage mich, okay, was machen die hier, Mann? Ich kann das nicht ganz einordnen, überall die Sticker drauf. Ich gehe weiter, weil ich das Rappen brauch. Leute, die Hände sind schon wieder unten. Ich kann gerne weitergehen, noch einige Runden. Sag mal, oh yeah. Sag mal, oh yeah. Sag mal, yeah, yeah. Nochmal, yeah, yeah. Es gibt einen Preis, Hans. Und worin besteht dieser Preis bei diesem Wettbewerb? Ja, also die Sieger oder der Sieger oder wie auch immer, die werden ins Studio gesteckt, dürfen ihren Song dann unter professionellen Bedingungen aufnehmen und dann wird der auch dann veröffentlicht und dann wird man sehen, was daraus wird. Das heißt, es ist eine super Einstiegschance für junge Bands. Braucht man das heutzutage noch, irgendwelche Sponsoren für den ersten Song? Na, ich glaube, auf alle Fälle braucht man Sponsoren, gerade in der Jetztzeit, da die Majors, also die großen Plattenfirmen, nicht mehr die Möglichkeit haben, viele Leute zu signen, müssen die Bands sehr vieles selbst machen und dann ist jede Möglichkeit gut. Ich war nie am Boden, nie im Hustle, nie auf Drogen, nie am Struggle, nie gelogen, nie im Knast, nie gebogen von der Last auf meinen Schultern, nie am Wundern, wer ist schuld dran? Ich bin es nicht, nie gesagt, dass diese Kippe endlich meine letzte ist, nie am Zweifel an meinem Glauben, meinen Skills, meinem Sound, nie gedacht, ich bleib alleine, ohne Kids und eine Frau, nie besoffen, ohne Grund in meiner Wohnung sitzen, nie betroffen von dem Schund, der täglich meinen Ohren kitzelt, nie der Typ, dem echte Freunde fehlen, niemals broke und auch keinem Glas, ich war versteckt, gut drauf, eine Regenshow, niemals irritiert von Nationalität, und Rassen nie gemieden, wegen Farbe, ob von Weißen oder Schwarzen. Hab's immer leicht gehabt, alles bekommen an einem Tag. Egal, was ich am Beten war, Gott hat bei mir nie Nein gesagt. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch seit 29 Jahren. Ich weiß, ihr habt es längst gewusst, ich hab's gerade erst erfahren. Ich bin ich und geb nen Scheiß drauf, was du sagst. Denn ich bin ich erst down seit einem Tag. Und ich bin nicht am Schauen, wer mich hier mag. Denn ich bin und ich bleib nur auf meinem Weg. Sag mir,
bitte nicht, was du denkst. Es gibt was zwischen Hater und Fan. Yeah. Innen drin vor etwa 2.000 bis 3.000 Jugendlichen wird gleich Klaus-Dieter Meyer durchs Programm führen. Was bezweckt ihr eigentlich mit diesem Wettbewerb oder mit dieser Veranstaltung? Na, dieser European Song Contest wird jetzt ja zum zweiten Mal gemacht. Letztes Jahr war an gleicher Stelle hier der erste Song Contest und da waren schon sehr, sehr gute Beiträge dabei. Was wir bezwecken, einfach zweierlei. Zum einen jungen Bands, als Musiker sage ich das natürlich als erstes, ist für mich das Wichtigste, jungen Bands bis 25 Jahre ältestens die Chance zu geben, mit eigenen Geschichten irgendwo mal ein Publikum zu finden und über einen Sieg zum Beispiel auch hinterher richtig mal in ein Studio zu kommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich schlicht auch ein politisches, ein pädagogisches, nämlich einfach Europa zu thematisieren. Wir haben es jetzt gesehen bei der Europawahl, bei der letzten irgendwas, 42% Wahlbeteiligung. Das könnten noch ein paar mehr sein. Könnten noch ein paar mehr sein. Die heute hier, nachher hier sein werden, sind deutlich jünger und dürfen noch nicht, aber vielleicht sind sie bei der nächsten Wahl dann dabei. Und da fand ich auch im letzten Jahr schon sehr gute Beiträge, die einfach Europa von einer völlig neuen, auch sinnlich wahrnehmbaren Ebene her thematisieren. Du singst ja selber und du singst eher Jazz und Klassik auch manchmal. Was hältst du selber vom Pop? Was ich selber von Pop halte, es ist immer das, was man selber nicht so gut kann, was man gerne machen würde. Gell? Natürlich, ich würde es sehr gerne, aber ich weiß genau, wenn ich so die Rockröhre mache, dann wäre die Stimme in einem halben Jahr wahrscheinlich kaputt. Deswegen bleibe ich bei dem, was ich bisher gemacht habe und kann. Also weiterhin authentisch Jazz. Vielen Dank für das kurze Interview. So, und jetzt geht's los. Der erste Act, Four Mics, ist eine Band, die kommt aus Winnenden. Da sind Tobi, Robin und Dennis. Und sie sind erstmals bei einem Sing Your City Song Wettbewerb in Winnenden aufgetreten 2008 und haben sofort dort auf sich aufmerksam gemacht. Und heute sind sie da mit ihrem Titel speziell für Europa geschrieben. Es stimmt einfach nicht, dass Europa keine Lobby hat. Die meisten hier dürfen noch nicht wählen, aber das sieht das nächste Mal, wenn ihr alle wählen geht, ganz anders aus. Die Jugend beschäftigt sich sehr wohl mit Europa, wie dieser Song auch zeigt. Und vor allem ist dieser Song und dieses Europa, was die drei jetzt beschreiben und besingen, ein erotisches Europa, weil sie beschreiben Europa als Frau. Stiefel, Berge, alles, was man so sich wünscht. Miss Europa und Four Mics. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Seid ihr gut drauf? Dann steht doch mal auf. Genau, dann dürft ihr alle aufstehen. Aber sollen wir uns aufsetzen? Wir sind Four Mics aus Stuttgart-Winnenden. Wir haben heute die Ehre, hier zu spielen. Ich stelle vor, Murdoch, Rodman und Wanka. Genau. Ihr dürft doch alle die Hände hochnehmen. Ein paar Hände sehen. Die Hände sehen. Okay. Yeah. Oh. Ein bisschen mehr die Hände. Blonde Haare, braune Augen, rote Lippen. Brauchst du nicht schminken, darf ich bitten. Zeige mir mehr von deinem Temperament und dem südlichen Flair. Denn deine langen Beine reichen bis ins Meer. Du behältst einen kühlen Kopf, trotz heißer Stiefel. Bietest deine Hilfe an, auch bei Krisen in die Jahre gekommen. Bist du noch lange nicht, egal ob du Deutsch, Englisch oder auch Spanisch sprichst. Man versteht dich, egal wie du es ausdrückst. Du bist so heiß wie ein Vulkan, der bald ausbricht. Dein Gebirge so schön wie die Pyrenäen. So einen Anblick hab ich noch nie gesehen. Zwei Sterne sind für dich nicht genug. Teile gehören nicht zu dir oder sind zu Besuch. Denn du bist mein Miss Europa und ich lass dich nicht mehr gehen. Aha, denn du machst es möglich, dass wir mehr in dir sehen. Denn dein auf die Fall ist nicht zu widerstehen. Du hast eine gute Küche und Modegeschmack, weil dich die ganze Welt zum Vorbild hat. Du bist kein Mittelmaß, nein, du bist mehr. Du bist so tiefgründig wie das Mittelmeer. Leute geben alles, um dich einmal zu sehen. Wie Kunstwerke, die Museen stehen. Und diesen Grund kann ich sie endlich verstehen. Denn ihr seid mehr als ein Phänomen. Das Symbol ist die Flagge, die für Einheit steht. Die Freiheit und der Frieden ist, was uns bewegt. Es wurden Kriege geführt, wir sind die Schuldigen. Es geschah nur aus Liebe, um dir zu huldigen. Du bist eine Göttin, schon immer ein Mythos. Die Ziele sind groß, die Chancen sind endlos. In deinem Namen wurde Geschichte geschrieben. Du bist so schön, ich lieg dir zu Füßen. Denn du bist meine Mütter.
widerstehen. Vor Mikes, toller Auftritt. Was verbindet ihr heute mit diesem Wettbewerb oder welchen Wunsch habt ihr? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Den Wunsch natürlich zu gewinnen. Ganz klar. Der sehe ich genauso. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Von dem her, wir haben Freikarten bekommen. Das ist natürlich auch super. Ja. Freikarten, ihr könnt also nachher quer durch den Park nochmal euch richtig austoben. Ja, richtig wunderbar. Woher kommt ihr genau? Also aus Winnenden, muss man glaube ich nicht mehr dazu sagen, kennt ja jetzt leider jeder. Ja. Dass es bei Stuttgart liegt, weiß wahrscheinlich jetzt auch jeder. Aber aus Winnenden kommt auch fröhliche Musik. Ja, natürlich. Ich denke, wir machen fröhliche Musik. Hat man auch an dem Lied gehört. Wir haben von James Brown ein Sample benutzt. Und ich denke, schon ziemlich fröhlich geworden. Dann wünsche ich euch viel Erfolg in dem Wettbewerb und Dankeschön. Jetzt geht es ein bisschen anders zur Sache. Eine Band aus Kehl, nicht weit von hier, die dort von Hitradio Ohr ausgewählt wurde, ist jetzt hier, nennt sich Infected Slaves und die hatten bereits größere Auftritte in The Dome und hier im überregionalen Raum. Das sind Kim, Benjamin, Nico und Stefan und sie beschreiben eine Reise durch Europa. Lasst euch mitnehmen durch Europa mit den Infected Slaves. Okay, jetzt dürfen auch noch die letzten aufstehen da hinten. Infected Slaves. Was habt ihr euch bei diesem Namen eigentlich gedacht? Infiziert von Musik und Sklaven des Rock, einfach weil wir viel Zeit investieren und infiziert von Rock sind sozusagen. Jetzt hat mir ein Musikproduzent gesagt, der Name, der sei eigentlich kontraproduktiv. Ihr solltet euch lieber entweder Slaves oder Infected nennen. Ja, das Problem ist, die Band Infected gibt es schon. Das habe ich schon auf Google gesehen. Ja, und ich denke, es ist auch vielleicht einfach interessant, wenn man Infected Slaves heißt, weil die Leute dann denken, oh je, was kommt da? Und im Prinzip ist es gar nicht so schlimm und nicht so hart. Und ja, wir machen ja Pop-Rock-Musik, wir machen ja kein Metal oder irgendwas. Alles klar, hat's Spaß gemacht? Auf jeden Fall, war geile Stimmung. Den Kids hat's auch Spaß gemacht. Uns auch. Geil. Nach diesem Ausflug ins Rockland kommen wir wieder zurück in Hip-Hop-Gefilde. Eine Band
eine Band aus dem Stuttgarter Raum, aus der Gegend von Bietigheim, genau aus Sachsenheim. Und der Name Hip-Hop ist hier nicht, steht hier nicht für leichte Mädchen und dicke Autos und Goldkettchen, sondern es ist Hip-Hop mit einem intellektuellen Anspruch. Die Jungs, die haben sich mit der Geschichte Europas auseinandergesetzt. Von den römischen Verträgen bis zu Lissabon mit der Geschichte Europas. Und der Titel des Refrains ist der Titel des Welcome to Europe Songs. Welcome to Europe, let us hope for understanding in the world. Das sind Julian, Marius, Martin und Nora Eileen und Wendepunkt, eure Nummer 3. Welcome to Europe, let us hope for understanding in the world. Welcome to Europe, you will see, we live for peace and harmony. Yo, das ist Wendepunkt. Seid ihr warm? Hände hoch. Hände hoch. Für Europa. Wollt euch sehen. Wendepunkt für Europa. Welcome to Europe. Hebt die Hände hoch. Oh, wollt euch hören, lauter. Yo, yes. Yo. Wir haben lange gebraucht, doch jetzt ist es soweit. Ein vereintes Europa ohne Kriege und Leid. Ja, wir stehen für multilaterales Handeln und Frieden. Seit Jahren ist auf der Welt unser Ansehen gestiegen. Es war eine Idee, zuerst nur eine EG. Doch schnell fand diese Sache ihren eigenen Weg. Es waren Schumann und Jean Monnet. Heute gibt's in Europa von Stubai bis Saint-Tropez. Yo! Und selbst in schwieriger Zeit verbindet der Geist. Wir haben Zukunft und bleiben für immer vereint. Viele Sprachen doch ein Sinn, viele Sprachen es sei schlimm. Doch Europa ist heute eine Marke mit Gewinn. Wir sind vor allem noch voller Kraft, wir geben Halt inmitten Hass. Und bist auch du dabei, dann zeige was du machst. Es ist nicht immer einfach, doch Lohn tut sich schon. Das ist unser Weg von Rom bis Lissabon. Yeah. Welcome to Europe, let us go. Und die Hände, komm schon. For understanding in the world. Welcome to Europe, you will see. Welcome to Europe. We live in peace and harmony. Welcome to Europe, willkommen hier an Bord. Wir wünschen guten Aufenthalt, stellen uns das vor. Ob reich oder arm, wir reichen beiden den Arm. Wir ziehen an einem Strang, wie Seile beim Kran. Das ist alle für einen, wir Gemeinschaft wie weg. 27 Staaten jetzt, in Eintracht und Respekt. Es ist einfach unglaublich, man versteht und vertraut sich. Hier wird jeder anerkannt, egal wie er auftritt. Ob man weiß oder schwarz ist, orthodox oder islamisch. Spielst du mit uns mit, bist du jedem sympathisch. Ich weiß, das Leben ist magisch, glaub mir, Europa ist zauberhaft. Offen für alles, da es mehr Brücken als Mauern hat. Darum dieser gute Ton, ich fühle mich hier verstanden. Genauso wie der Rest der Welt und alle Immigranten. Europa ist die Nummer 1, viele beneiden uns. Komm, dreht uns frei und werd ein Teil von uns. Welcome to Europe, let us go. Jetzt seid ihr die Band, die eigentlich sich am meisten mit dem Thema Europa hier bei diesen Dreien eigentlich irgendwo das thematisiert habt. Ihr habt euch ein bisschen so in der Geschichte umgeschaut. Und wie kam das dazu? Wie war die Herangehensweise für diesen Song? Ja, grundsätzlich bei uns so, wir wollen immer viel Message in unsere Songs reinbringen, weil wir finden es einfach wichtig, dass man einfach der Song auch was aussagt und nicht einfach nur aus leeren Phrasen besteht. Und wir haben einfach gedacht, okay, dann schaut mal jeder, dass irgendeiner von aus der Band was über Geschichte erzählt, der andere vielleicht ein bisschen so allgemein über Politik, und haben einfach versucht, so viel Informationen über Europa in einen Song zu packen, sodass es aber auch insgesamt gut zum Anhören ist und nicht nur so reine Bildung soll es jetzt nicht sein, aber es soll halt guter Song mit Text verbinden einfach. Okay, alles klar. So, und jetzt noch als letzte Frage, wie ist euer Gefühl, wer gewinnt jetzt heute? Ja, ich hoffe mal, dass wir gewinnen. Und was meinst du? Ja, natürlich hoffe ich das auch, klar. Okay. Aber ich denke, alle waren gut. Jetzt alle noch einmal zum Wählen. Eure Startnummer 1
Four Mics. Bitte auf die Bühne. Europa, mit Lass dich nicht mehr gehen. Aha, denn du machst es durch, dass wir mehr in dir sehen. Denn dein auf die Fall ist nicht zu widerstehen. Die Nummer 2, Infected Slave. Und die Startnummer 3, Wendepunkt, ist bereits auf der Bühne. So, jetzt seid dann ihr dran und könnt entsprechend wählen. Nun, alle diese Titel befinden sich auch auf dieser CD, die es dann gibt. Beim Ausgang könnt ihr nachher euers abgeben. Der Titel vom letzten Jahr, der Siegertitel vom letzten Jahr, Welcome to Europe, den wollen wir euch jetzt nochmal vorspielen. Das ist The Young Guitar Generation and Gallery mit Andreas. Ein Hit, der es inzwischen in den ZDF-Musikgarten geschafft hat und nächstes Jahr die Melodie und der Titel des offiziellen Gitarrenweltrekords sein wird. Welcome to Europe mit Gallery und Young Guitar Generation. Ja, summen wir noch ein bisschen mit. Oder mitklatschen wäre auch schön, oder? Welcome to Europe. Come on and step inside. We're all a growing family. The starting people light. Welcome to Europe. Come on and step inside. We're all Ja, und wer hat denn jetzt den Wettbewerb Welcome to Europe tatsächlich gewonnen? Ja, yeah, and the winner is Wendepunkt mit Welcome to Europe. Und wir gratulieren den Gewinnern, wünschen ihnen viel Erfolg dann auch mit ihrem Plattenvertrag und verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und hoffen, dass Sie nächste Woche am gleichen Sendeplatz zur gleichen Zeit wieder zusehen, wenn es heißt Vollwert, kreative Köpfe aus Musik und Kultur. Auf Wiedersehen. Portugal ist Griechenland, Europa ist ein Beispiel für kulturelle Vielfalt. Eins, zwei, ein Zwiespalt, das schließlich als Besieger. Jetzt gibt es eine Vielheit, Geschichte ist Vergangenheit. Wir haben aus Fehlern gelernt.